In diesem Diablo 4 Video zeige ich dir den Tornado-Bild für den Druiden. Der Bild ist relativ einfach zu spielen, hat massiven AOE und dabei immer noch eine Menge Single-Target-Damage. Wir starten mit den Basisfertigkeiten. Hier entscheiden wir uns für den Sturmschlag. Den Sturmschlag werden wir primär dazu benutzen, unsere Geisteskraft zu generieren und dadurch dann unseren Tornado spammen zu können. Dann entscheiden wir uns noch für verbesserter Sturmschlag und grimmiger Sturmschlag. Kommen wir zu den Kernfähigkeiten. Hier entscheiden wir uns für den Tornado, denn das wird auch der Skill sein, mit dem wir zum Schluss unseren Damage machen. Als nächstes verbesserter Tornado und danach noch tobender Tornado. Weiterhin setzen wir einen Punkt in Herz der Wildnis und drei in Wildes Impulse, wobei ich glaube, da müsste eher wilde Impulse stehen. Drei Punkte in Raubinstinkt und drei Punkte in Zehngänger. Bei den defensiven Fertigkeiten entscheiden wir uns allererstes für Blutgeheul. Dadurch verwandeln wir uns dann in einen brutalen Werwolf, was uns direkt heilt, zudem wird unsere Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Wir verbessern Blutgeheul natürlich und gehen danach auf bewahrendes Blutgeheul. Dann setzen wir noch einen Punkt in Kraft der Ahnen und drei in Wachsamkeit, damit wir unsere defensiven Fertigkeiten noch ein wenig steigern. Bei den Gefährten nehmen wir dann die Wölfe mit, nicht etwa weil wir selber einer sind, sondern vielmehr damit sie später noch ein bisschen Schaden für uns tanken können. Und Reichweite der Naturs gehen wir auch komplett voll mit drei Punkten. Zornfertigkeiten. Hier nehmen wir den Hurricane, denn der sorgt dafür, dass Gegner weniger Schaden an uns machen. Zudem, hier schon mal ein kleiner Spoiler, erhöht er dann noch den Schaden von Grizzly-Zorn. Und damit er genau diese Sachen macht, nehmen wir den verbesserten Hurricane und danach den primitiven. Wir setzen noch einen Punkt in Nervengift, einen in die toxische Klaue und drei für Vergiften. Als Ultimative, hatte ich ja eben schon angeteasert, nehmen wir dann den Grizzly-Zorn, skillen weiter auf oberster Grizzly-Zorn und zum Schluss noch überlegener Grizzly-Zorn. Einen Punkt gibt's für die Abwehrhaltung, drei für den Trotz. Kreis des Lebens und Resonanz bekommen ebenfalls drei Punkte von uns. Zu guter Letzt haben wir noch die zentrale passive Fertigkeit und da entscheiden wir uns natürlich für den perfekten Sturm, weil der gibt nochmal dicken Damage. Geistersegen. Bei den Geistersegen entscheiden wir uns für Argwohn, dadurch erleiden wir 10% reduzierten Schaden durch Elite-Gegner. Zorn der Vögel, um 30% mehr Crit-Schaden zu bekommen. Und bei der Schlange nehmen wir Masochistisch und Ruhe vor dem Sturm. Warum können wir hier zwei wählen und nicht nur einen? Das ist ganz einfach, wir sind den Geisterbund natürlich mit der Schlange eingegangen. Und beim Wolf nehmen wir noch Verhängnis, das verlängert die Dauer der ultimativen Fertigkeiten um 25%. Dann kommen wir mal zu den Aspekten. Die beiden Aspekte, die den gelben Punkt haben, das sind die Aspekte, die ihr auf eure Waffen setzt. Und dementsprechend die anderen 5 auf eure Rüstung bzw. auf euren Schmuck. Der Aspekt Sturmjäger sorgt dafür, dass der Tornado mehr Ziele verfolgt. Aspekt der Macht gibt uns noch ein bisschen mehr Schadensreduktion. Und Aspekt Eitler sorgt dafür, dass solange wir eine Barriere haben, wir mehr Schaden machen. Beschleunigender erhöht bei kritischen Treffern unsere Angriffsgeschwindigkeit für Kernfertigkeiten. Ausbeuter sorgt dafür, dass unsere Dauer von Kontrollverlusteffekten um 20% erhöht ist und wir fügen Gegnern mehr Schaden zu. Durch den Aspekt der tobenden Wehrbestie erhöht sich die Dauer von unserem Grizzly-Zorn um 1-5 Sekunden und unser kritischer Trefferschaden wird um 10% erhöht, solange Grizzly-Zorn aktiv ist. Dann haben wir noch Aspekt Wölfischer. Der sorgt dafür, dass wir uns in einen Todeswehrwolf verwandeln und jetzt Bewegungsgeschwindigkeit anstelle von Schadensreduktion erhalten. Was aber viel wichtiger ist, ist der Bonus von 30-50% auf unsere Geisterkraftreduktion. Und zusätzlich werden wir beim Töten eines Gegners um 10% unserer maximalen Leben geheilt. Die Findigen unter euch werden jetzt festgestellt haben, dass uns noch zwei Aspekte fehlen. Und das liegt daran, dass wir die beiden Aspekte durch unsere einzigartigen Gegenstände erhalten. Da gibt es einmal unseren Beinschutz, Verwegenheit, der dafür sorgt, dass Effekte, die euch um mehr als 100% eurer Leben heilen, euch auch eine Barriere geben. Dann haben wir noch einen einzigartigen Kopfschutz namens Sturmgebrüll. Sturmgebrüll sorgt dafür, dass unsere Sturmfertigkeiten eine Chance von 15-25% haben, uns viel Geisteskraft zu verleihen, aber was viel wichtiger ist, ist, dass unsere Sturmfähigkeiten jetzt auch Werwolffähigkeiten sind. Und dadurch, dass uns Grizzlyzorn in einen Werwolf verwandelt, können wir diese Fertigkeiten jetzt während Grizzlyzorn benutzen. Kommen wir zum Socken. Unsere Ausrüstung müssen wir natürlich noch sockeln. In unsere Waffe machen wir den Smaragd für mehr kritischen Trefferschaden gegen verwundbare Gegner. Unsere Rüstung wird mit Rubinen vollgesockelt, was das Zeug hält für mehr maximales Leben. Und zu guter Letzt hauen wir noch Totenschädel in unseren Schmuck, das bringt uns 4% mehr haltende Heilung. Das Paragon-Board werde ich euch am Ende des Videos nochmal einblenden, das könnt ihr dann einfach anhalten und seht dann dort, wie ihr skillen müsst. Aber fangen wir an, was muss man beachten? Wir benutzen Sturmschlag, um Geisteskraft zu generieren. Und mit der erworbenen Geisteskraft können wir dann Tornado spammen. Außerdem bekommen wir massive Schadensreduktion mit dem Aspekt der Macht. In Kombination mit unserer einzigartigen Hose generiert Blutgeheul sehr häufig Barrieren und boostet noch unseren Attack Speed. Zudem wird unsere kritische Trefferchance durch unseren Aspekt erhöht. Die Wölfe solltet ihr immer draußen haben und sie dienen dazu, für euch Schaden abzufangen. Hurricane reduziert den Schaden von Monstern in der Nähe und erhöht unseren Schadensoutput in Grizzly-Zorn. Immer wenn möglich, solltet ihr Grizzly-Zorn aktivieren und denkt dran, wir verwandeln uns nicht in einen Grizzly, sondern in einen Wolf. Und wie bereits erklärt, können wir Tornado in der Wolfsform wirken. Und das wiederum sorgt dafür, dass wir sehr, sehr niedrige Geisteskraftkosten haben.
Und damit kommen wir dann auch zum letzten Skill, dem Tornado. Da der Tornado durch unseren Aspekt selber Ziele sucht, wird er zu einer Art Zielrakete und ihr müsst wirklich nicht viel machen, also Button Smashing. Aber Button Smashing mit Tons of Damage. Und wenn euch die Guide gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.